Hey Freunde, beim letzten Mal sind wir in die Arena gestartet und ich dachte mir, wir fügen heute mal ja, 1 und 1 zusammen und machen genau in der Arena weiter, denn wir haben einen Sieg eingefahren und ich dachte mir, bevor wir im nächsten Video mal wieder ein wenig auf die Community Battles eingehen, also ich will natürlich nicht so ja straight aneinander Arena, Arena, Arena machen, sondern ich will euch schon ein bisschen Abwechslung in der Reihe bieten und letzte Woche war es ein bisschen ruhiger, also ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Woche keinen Teil gehabt, beziehungsweise letzten Mittwoch gab es einen Teil, jetzt heute Mittwoch wieder einen Teil, lag einfach daran, ich lag ein paar Tage angeschlagen im Bett, deswegen gab es auch abends keine Streams und ja, jetzt bin ich zurück, auskuriert und das heißt, es geht natürlich mit Hearthstone weiter, zum einen in Arena, zum anderen mit den Community Battles, also wenn ihr immer noch gegen mich spielen wollt, ruhig mal eine private Nachricht hier auf YouTube schreiben, wir versuchen dann Termine zu machen. Ich habe schon ein paar Battles gespielt, die gibt es jetzt in den nächsten Tagen, also diese Woche wird es definitiv noch ein Video geben, das heißt am Samstag werde ich das nächste Hearthstone-Video veröffentlichen und da werden wir dann den nächsten Community-Battle sehen und dann vielleicht im nächsten Video springen wir zurück in die Arena, dass wir immer so ein schönes Hin und Her haben eigentlich. Gut, wir schauen uns mal unsere Starthand an. Ich weiß genau, den Tiger will ich nicht haben, weil der hat mir zu hohe Mana-Kosten. Es ist natürlich relativ wichtig zu schauen, dass einfach die Mana-Curve am Anfang stimmt. Das heißt, es bringt uns natürlich jetzt nichts, wenn wir jetzt Karten auf der Hand haben, die so in den ersten Zügen vielleicht, weiß ich nicht, 9 Mana oder sowas haben. Hier sowas, eine 8 Mana-Karte, Pyroschlag. So toll die Karte auch ist, so effektiv sie auch ist, weil sie dem Gegner 10 Schaden zufügt, es bringt uns natürlich nichts, weil die können wir jetzt noch nicht spielen. Man muss einfach immer schauen, das ist auch sehr wichtig, wenn man seine Decks zusammenbaut, dass die Curve stimmt, dass wir Karten mit 1 Mana haben, Karten mit 2 Mana haben, mit 3 Mana haben, die wir wirklich gut kombinieren können, dass man auch mal so eine Phase überstehen kann, wo vielleicht nicht nur gute Karten kommen. Man kann sich halt nicht wie ein Yu-Gi-Oh! Hier drauf verlassen und sagen, oh, das Herz der Karten wird meinen nächsten Zug leiten, Freunde. Ja, so ein Scheiß funktioniert hier leider nicht. Wäre toll, dann würde ich auch jedes Duell gewinnen. Gut, wir sehen, er hat schon sein Leerwander drauf und den Succubus. Jetzt müssen wir natürlich direkt mal schauen, dass wir so ein bisschen an seiner Verteidigung arbeiten. Entschuldigt. Ich habe das schon mal erwähnt, der Feuerball, ein unglaublich mächtiges Tool, was man als Magier nicht unterschätzen sollte, weil jede Heldenfähigkeit, ich glaube, das beim letzten Mal habe ich das auch erklärt, jede Heldenfähigkeit hat natürlich irgendwie so das Problem, dass der Schaden auch auf unseren Helden wirkt. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Schurken den Dolch beschwöre und dann damit angreife, kriege ich quasi den Schaden zurück. Der Feuerball ist einfach ja für sich selbst stehen. Ich kriege nicht den Schaden. Deswegen ist der Feuerball nicht zu unterschätzen. Und anfangs, als ich zum Beispiel angefangen habe mit Hearthstone, das geht, glaube ich, vielen so, wir fangen ja alle mit Magier an, weil wir mit dem durchs Tutorial geschleift werden. Und ich habe dann so relativ schnell gesagt, naja, komm, Magier, der ist nicht wirklich gut und alles, aber wenn man sich wirklich mit Magier beschäftigt, finde ich, ist der Magier fast einer der stärksten Klassen. Vom reinen Grundbalancing vielleicht her, weil einfach dieser Feuerball ist nicht zu unterschätzen. Du kannst halt wirklich extrem daran arbeiten, dass du die Verteidigung der Gegner platt kriegst, was so mit anderen Kreaturen nicht möglich ist. Wenn ich zum Beispiel meinen Jäger habe, dann habe ich halt meine Pfeile, die gehen immer direkt auf den Gegner. Aber mit dem Feuerball, den kann ich so intensiv und so gezielt steuern, sollte man nicht unterschätzen. Gut, jetzt legen wir erstmal hier den Spotter aufs Feld, dass wir zumindest ein bisschen Ruhe haben, denn er hat natürlich den Yeti gespielt, eine extrem mächtige Karte. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, den Berserker will ich noch nicht legen. Wir versuchen erstmal hier den Succubus erstmal zu erledigen. So, dann waren es nur noch 2 Probleme auf dem Feld. Ja, zum aktuellen Zeitpunkt natürlich nicht so super viele Möglichkeiten. Ich kann natürlich... Das Problem ist, ich will eigentlich noch keine Kreaturen so früh opfern. Auf der anderen Seite, ich muss ein bisschen daran arbeiten, weil wenn er mich sonst überrennt im nächsten oder übernächsten Zug, ist das nicht gut. Er bedankt sich hier, weil er denkt, für ihn wäre es ein Vorteil. Warten wir mal ab, ob es wirklich so ist. So, nimmt hier meinen Spotter runter. Okay, das ist eine Karte, die mir natürlich ein Problem verschafft. Die muss relativ flott runter. So, wie gehen wir jetzt am besten vor? Haben natürlich eine schöne Auswahl. Das Problem ist, na gut, sowas wie ein Raptor kann ich natürlich ganz gut spielen. Feuerball werfen ist auch immer eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite spielen wir erstmal hier den, weil der bleibt natürlich verstohlen auf dem Feld. Wir haben den liegen, können ihn dann nutzen, wenn wir ihn wirklich brauchen. Jetzt mich mal überlegen, Raptor, ja, Raptor und... Es ist tricky, was ich hier gerade versuche, denn der Mana-Wurm, den so früh zu legen, das ist natürlich echt ein Problem. Wir haben keinen Spot, in dem wir den Mana-Wurm verstecken können. Wenn er schlau ist, geht er direkt auf den Mana-Wurm und versucht, den Platz zu machen in irgendeiner Form. Er geht aber stattdessen auf mich, das ist sehr gut für mich, denn das können wir natürlich ausnutzen, um diesen Mana-Wurm jetzt, erstmal mit ein paar Zaubern zu pushen. Sehr schön, wir kriegen einen Zauber. Das ist perfekt.
Denn je mehr Zauber wir natürlich wirken, desto stärker wird unser Mana Worm. So, da sehen wir schon. Erstmal kriegen hier alle die Plus von dem kleinen freundlichen Oger. Jetzt geht der Mana Worm auf 3-3 schon hoch, weil wir den Feuerball geworfen haben. So, und jetzt haben wir natürlich einen leichten Diener-Vorteil. Das heißt, ich hole erstmal hier den aus seiner Verstohlenheit raus. So, er zieht natürlich eine Karte. Ist für ihn einfach ein Vorteil. Deswegen sage ich ja, diese Karte muss relativ schnell runter, denn wenn er jedes Mal eine Karte kriegt, wenn Diener stirbt, ist das ein Problem, weil er kann relativ schnell durch sein Deck circlen. Also, da habe ich keine große Wahl. Der muss jetzt einfach weg, auch wenn ich damit Verluste mache. Gut, damit können wir angreifen. Das war's für den Zug. Ja, sieht momentan alles ganz gut noch für uns aus, auch wenn natürlich die Lebenspunkte so ein bisschen was anderes sagen, aber man darf auch Lebenspunkte nicht überbewerten. Also Spiele können sich so leicht drehen. Ich weiß ja zum Beispiel, was wir in dieses Deck reingepackt haben. Und da sind noch einige Sachen drin, die uns da ganz schön aus der Patsche helfen können. So, jetzt haben wir hier natürlich eine nette Kombination. Einmal den Berserker, den Wutanfall können wir natürlich triggern mit dem Feuerball. Auf der anderen Seite haben wir einen Pyroschlag, was nochmal 10 Schadenspunkte garantiert sind. Will ich so früh aber auch noch nicht spielen, den hebe ich mir lieber fürs Ende auf. So, er zieht eine Karte, nimmt Schaden dadurch, hat natürlich seinen Spotter liegen. Was kriegen wir? So, sehr schön, wir kriegen zwei Karten ziehen, das nutzen wir direkt mal. Circle ein bisschen durch unser Deck, gleichzeitig wird der Mana Worm natürlich gepusht. Oh, sehr schön, wir kriegen Sheep, das nutzen wir hier direkt mal im Goblin. Weg ist er. So, ein Problem weniger. Und ihr seht, unser Mana Worm wird stärker und stärker mit jedem Zauber, den wir werfen. Und das ist natürlich eine sehr interessante Taktik. Es gibt wirklich komplette Mana-Worm-Decks, wo zwei Mana-Worms drin sind. Das ganze Deck darauf ausgelegt ist, dann mit niedrigkostigen Zaubern den Mana-Worm so zu stärken, dass man am Ende eine unglaublich starke Kreatur hat. So, was hat er hier? Oh, okay. Spott und Gottesschild, das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem, aber der Mana-Worm wird stärker. Er greift den Mana-Worm wieder nicht direkt an. Sehr überraschend. Na gut, er sieht natürlich meinen Lebenspunkt und denkt sich auf der einen Seite, wenn er direkt angreift, bringt ihm das was. Auf der anderen Seite, Kollege, du hast Pech gehabt, denn ich habe Alexstrasza in der Hand und kann mir erstmal wieder auf mich auf 15 Lebenspunkte bringen. Ersetzt nicht meinen Helden, aber habe Alexstrasza auf dem Feld mit 8-8 und bin auf 15 Lebenspunkte wieder hoch. Und schon ist das Match wieder relativ ausgeglichen. Oh, verdammt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe mit Mana Worm angreifen können. Oh, verdammt, Leute. Ja, das passiert, wenn man sich um Kopf und Kragen redet. Das war ein Anfängerfehler. Verdammt. Da haben wir schon so eine starke Karte auf dem Feld. Und wenn er die wegnimmt, dann werde ich mich wirklich ärgern. Oh, verdammt. Er hat den gesichtslosen Manipulator gespielt und klaut uns hier unser Legendary. Okay, kein Problem. Kein Problem. Er hat, das Problem ist, verdammt, er hat noch einen mit Gottesschild. Okay, das ist gar, jetzt müssen wir gucken, was als nächstes kommt. Die nächste Karte ist entscheidend. Wir werden noch nicht in diesem Zug sterben, aber es kommt jetzt drauf an, was die nächste Karte ist. Komm, gib mir was Gutes. Ah, perfekt, perfekt. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen tricksen. Wir werfen die Arkane Explosion, nehmen seine Gottesschilde runter. Wir greifen so an. Und ihr seht, der Mana Worm wird stärker und stärker. Und das wird sich für uns ausspielen. So, wir haben ihn relativ weit runter. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen taktisch vorgehen. Er hat noch einen Spotter auf dem Feld. Ich komme nicht drum herum, den anzugreifen. Okay. Ja, und das muss ich einfach mal. Ich muss opfern, weil wenn ich Alexstrasza auf dem Feld lasse, geht das Match nicht so aus, wie ich es möchte. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich den Feldvorteil zu dieser Stelle. Oh, verdammt. Verdammt, das ist eine Taktik aus meinem Lehrbuch, liebe Freunde. Er spielt Deathwing, verliert natürlich alle seine Karten. Wir verlieren unsere Karten. Oh, sehr schön. Okay, noch nichts ist hier entschieden. Noch nichts ist entschieden. Es wird unglaublich spannend. Okay, wir haben den Frostelementar. Müssen den spielen, um Deathwing in dieser Runde einzufrieren, dass er uns nicht platt macht. Deathwing ist eingefroren, kann keinen Schaden anrichten. Das ist sehr gut. Wir werfen direkt einen Feuerball drauf. Oder, ja, so. Wir spielen jetzt den Berserker. Ich hätte es andersrum machen sollen. Ich hätte erst den Berserker spielen sollen und dann den Feuerball auf den Berserker, um den zu triggern. Verdammt, Fehler von mir. Okay, nichts ist hier entschieden. Nichts ist entschieden. Es kommt alles drauf an. Okay, er fügt sich jetzt noch Schadenspunkte zu. Gewagt. Gewagter Zug. Oh, verdammt, Beschwörungsportal. Ganz gefährliche Karte. So, silenced. Oh, das war ein Fehler. Das war ein Fehler, Kollege, weil er silenced unseren Berserker. Wir können den nicht triggern. Er hätte den Frostelementar angreifen sollen. Das war von seiner Stelle jetzt tatsächlich ein Fehler. Denn ich könnte natürlich Deathwing jetzt nach Belieben einfrieren. Stattdessen haue ich den Pyroblast drauf. So, damit haben wir Deathwing weg und damit hat er nicht gerechnet, glaube ich. So, und jetzt können wir zum Angriff übergehen. So, das war tatsächlich ein Fehler von ihm. Wir nehmen hier noch die Eule weg. Einfach zur Sicherheit. So, und jetzt muss er gucken, was er kriegt im nächsten Zug. So, fügt sich nochmal Schaden zu, um eine Karte zu ziehen. Okay, legt den Leerwandler. Noch eine Eule drauf. Jetzt Silencer, okay.
Oh, sehr schön, zerstäuben. Schönes Geheimnis an der Stelle. Ja, wir haben das Ding eigentlich in der Tasche, um ehrlich zu sein. Selbst wenn unser Frostelementar gesilenced ist. Das ist wirklich von ihm ein Fehler. Er hätte erst den Frostelementar an seiner Stelle gesilenced. Aber gut, ich habe ja auch einen Fehler gemacht vorhin an der einen Stelle. Okay, den haben wir weg. Jetzt nehmen wir den weg und das Beschwörungsportal ist mir jetzt für den Moment egal. Wir greifen direkt an. Jetzt lege ich nicht zerstäuben, weil wir warten darauf, dass wir im nächsten Zug den Bergriesen spielen können. Dafür brauche ich eine zusätzliche Karte einfach auf der Hand, damit wir den für 10 Kosten spielen können. Er fügt sich nochmal Schadenspunkte zu. Ah, das ist aber wirklich gewagt, was er hier tut. Oh, da gibt er auf. Ja, im nächsten Zug wäre es für ihn wahrscheinlich eh vorbei gewesen, wenn er keine Kreatur gehabt hat. Ja, schönes Duell an der Stelle. Und damit steht es 2-0 in der Arena für uns. Spannend, viele Legendaries, die wir gesehen haben. Ja, sehr cool. So Leute, das war's für heute. Wir kriegen eine goldene Karte und am Samstag gibt's den nächsten Part Hearthstone. Also bis dahin, ciao.